Ich heiße Daniel Lipatov. Ich komme ursprünglich aus Russland. In Moskau habe ich Translationswissenschaft studiert und später habe ich an der Kunsthochschule für Medien mediale Künste studiert mit dem Fokus auf Videokunst und Performance. Das ist ein paar Ausschnitte aus meinem Diplomfilmprojekt. Den habe ich in Tadschikistan gedreht, in der Hauptstadt Duschanbe. Und ursprünglich hat das Projekt 2020 angefangen, als meine Familie neue Verwandte in Bayern gefunden hatte. Das ist meine Tante Hilde und Onkel Sascha. Sie haben ihre Jugend in Tadschikistan verbracht. Und in den 90ern mussten sie wegen dem Bürgerkrieg aus dem Land fliehen. Als ich nach Duschanbe gekommen bin, habe ich eine Gruppe von Jugendlichen kennengelernt, die sich regelmäßig im Kulturzentrum Bagdad treffen. Dieses Zentrum also ist wie eine Art Safe Space für sie, wo sie verschiedene Dinge ausprobieren können. Also sie können da Fremdsprachen lernen, es gibt Theaterlabore. Wir haben zusammen Gespräche geführt, wo unser Hauptthema war, welche Art von Safe Spaces hat die Jugend in der Stadt, wo trifft man sich gern, also wo ist man gern allein. Und dann haben wir versucht, diese Momente, die beschrieben wurden, nochmal zu reenacten, sozusagen nochmal neu zu rekonstruieren. Für mich ist der Film eine Möglichkeit, zu erforschen, wie man in verschiedenen politischen Situationen, geschichtlichen Situationen weiterhin in Dialog bleiben kann. Wie kann man so einen Ort zusammen gestalten, also wo man erstmal im Austausch bleiben kann und zweitens, wo man insgesamt Film als Medium, Performance als Medium, Foto als Medium und Musik als Schutz benutzen kann. Man kann sagen, dass meine Verbindung zur Kunst war ursprünglich verbunden mit meinem ersten Studium in Russland. Wie ich kurz erwähnt habe, habe ich Translationswissenschaft studiert. Und das hat dazu geführt, dass ich Möglichkeit hatte damals deutsche Gegenwartsliteratur aus dem Deutschen ins Russische zu übersetzen. Und dann, dadurch, dass ich sehr viel durch Übersetzung und durch meine Recherche filmwissenschaftlich unterwegs war, also da habe ich so sehr oft die Wohnorte gewechselt. Also ich war in Deutschland, in Österreich, dann wieder in Deutschland. Also ich habe durchgehend diese Reisenotizen gemacht. Und die ersten eigentlich Videos, die ich gemacht habe, das war so sehr oft sehr biografische, autofiktionale Erzählungen über meine Erlebnisse, sehr viel um Transit, Migrationserfahrung und um Mehrsprachigkeit, was es bedeutet, dass ich in dieser Welt zwischen Russisch, Deutsch, Spanisch, Englisch die ganze Zeit bewege. Also deshalb ich würde sagen, dass das so gestartet hatte. Momentan arbeiten wir mit Karin Zimmermann an dem Projekt Enchanted Islands. Das ist ein Reenactment vom sowjetischen Pantomime-Stück aus den 70ern, Verzauberte Insel, vom queeren Dichter Jewgeni Chritonow. Im Stück geht es um um Liebhaber, die im Sturm im See verloren sind und ein Zauberer fängt an, sie in verschiedene Kreaturen zu verwandeln, dass sie immer in verschiedene Welten geraten und mal sind sie vom gleichen Geschlecht, manchmal Tiere, manchmal Objekte. Sie müssen einander wiederfinden und berühren. Ich glaube, dass für mich ist es extrem wichtig, dass Kunst inklusiv bleibt. Und was ich darunter meine, ist, dass für mich zum Beispiel, wenn also Medium Film zum Beispiel ist oder Video, also es ist wichtig zu denken, wie Prozess gestaltet ist, also wie man eine Gruppe bildet, wie ein Kollektiv entsteht, wie man miteinander kommuniziert. Und dazu natürlich sehr viele Gedanken zu machen, was das bedeutet, was passiert mit dem Film später sozusagen.